Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu Brothers, Tales of Two Sons. Und wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben und haben ungefähr gesehen, wo wir im Endeffekt hin müssen. Aber ich gehe jetzt hier mal rüber. Wir brauchen ja nichts. So. Der Große kommt. Wenn wir nur eigentlich nicht zu weit aufmachen. Okay, zumachen können wir es nicht. Hätte ich jetzt zu gerne zugemacht. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Hier ist ein Korb. Ich habe keine Ahnung, ich habe mir jetzt hier die Ziegen geschnappt. Man nannte es auch Goater Simulator. Das ist der Goater Simulator aus einer anderen Perspektive. Nämlich aus der First Person. Da sieht man eigentlich dann mal, wie es im Endeffekt wirklich aussieht. Was mir aber so an manchen Stellen auffällt bei dem Spiel ist, dass man sieht, dass es vorgescriptet ist. So, würde ich jetzt mal dazu gesagt haben. Sorry. Okay. Zahnrad ist super. Okay. Also anscheinend müssen wir das Zahnrad nach da oben bringen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir da überhaupt hochkommen. Also von hier kommen wir, da kommen wir glaube ich nicht wirklich weit. Ich würde jetzt mal behaupten, wir jumpen hier lang. Versuche jetzt mal mit dem kleinen Bruder da hinzugehen und zu gucken. Ja, gut. Ich brauche ja das Zahnrad hier oben, hat ja der Professor gesagt. Aber das Ding ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier hochkriege.
Vielleicht zeigt hier mein die Richtung. Aber hier ist doch nichts. Okay, der winkt ihn nur ran. Ich brauche im Prinzip eigentlich nur irgendwas, womit ich... Achso, ich kann das ja mal, das Ganze, den Weg jetzt hier mal mit dem Bruder probieren. Dass ich hier irgendwie hochkomme mit dem Zahnrad. Das ist anscheinend so schwer, dass ich da... Atta! Hörst du, ne? Atta! Ich hab's bis heute noch nicht verstanden, was Atta heißen soll. War ja klar, weil wir brauchen das Zahnrad, aber frag mich mal, wie ich jetzt über die Brücke kommen soll, die ja kaputt ist. Mit dem Zahnrad, also ohne Zahnrad kommst du locker dahin. Mit Zahnrad keine Chance. Und ohne das Zahnrad würden sich beide nicht drehen und es würde nichts passieren. Das ist jetzt durchaus ein bisschen blöd. Das Einzige, was wir jetzt mal probieren könnten, ist mit beiden Brüdern rüber versuchen, das Ding zu drehen. In der Hoffnung, dass vielleicht was Nützliches darunter fliegt, was man denn verwenden kann. So als Brückenpfeiler oder so. Das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt mal so spontan noch einfällt. Nee, da fällt aber auch nichts runter. Der Große läuft erstmal rückwärts. Ist vollsinnig. Und ich habe kein. Habe ich irgendwas? Was habe ich denn übersehen hier in diesem. Auf der Map? Muss ja irgendwas übersehen haben. Das war. Oder kann ich das zu zweit tragen? Huch. Da. Ja. Ach, da. Da. Also es gibt da hinten einen Drachen. Den habe ich jetzt schon gesehen. Den brauchen wir wahrscheinlich, um nachher denn dahin zu kommen. Aber die Frage ist, wie kommen wir dorthin? Weil das ist ja dann doch schon ein bisschen komplizierter, ne? Ich überlege, wie ich das jetzt am günstigsten mache. Sag doch mal, kennt ihr die Lösung? Ich weiß es nicht. Ich kenne gerade nämlich keine Lösung.
Sag mir doch da einer, dass man die Scheiße schmeißen kann. Macht das Leben wesentlich einfacher. Mann, 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 Mann. Gottes Willen. Ja, das muss man aber auch erstmal kapieren. Schon alleine, wie der läuft, das ist so geil. Diese Geräusche dazu. Okay, anscheinend hat der Professor Doktor Schieß mich tot eingewilligt, dass wir den Flugdrachen benutzen können. Hier sehen wir. Oh Gott. Anscheinend müssen wir hier irgendwie hin. Anscheinend, ich weiß es nicht, weil. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange das ganze Spiel geht. Also das Einzige, was ich immer nur gesehen habe, ist, sind nicht viele Folgen geworden bei den meisten, wo ich mal reingeschaut habe. Sagen wir es mal so, so. So, Anlauf. Und. Kann man das Tier auch steuern? Oh Gott! Also die Steuerung des Ganzen ist schon nicht einfach. Ich bin mir auch gerade überhaupt nicht sicher, ob ich hier überhaupt lang muss. Aber ich gehe jetzt mal davon stark von aus, deswegen fliege ich jetzt hier mal so. Wow. Okay, der hält auch nicht mehr so lange. Es wird eine Bruchlandung, Leute! Ah! Tot. Das läuft schon mal extrem geil. Ich muss nur gerade mal auf die Zeit hier gucken. Einen Versuch haben wir noch.
Ja, wir müssen anscheinend, wir dürfen unseren Flugdrachen da nicht kaputt machen lassen. Das wird awesome. So, weiter geht's. Noch ein zweiter Versuch. Also der Weg ist richtig. Gehe ich jetzt mal davon aus. So, damit wir nicht gegen irgendeinen Felsen fliegen. Das Schlimmste dabei ist, man muss sich hier irgendwie zurechtfummeln. Wie man jetzt hier lenkt. So. So, jetzt geht's bergab. Verdammt! Oh, was ist das denn, Alter? Meine Fresse! Das ist ja katastrophal, ne? Aber das machen wir in der nächsten Folge weiter. Versprochen. Und wollte ich noch irgendwas? Nö. Doch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder was auch immer. Ihr könnt das Video teilen, machen, was ihr wollt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.